Herr Dr. Albert, Sie waren ja vor 3 Jahren schon bei unserem Executive-Seminar. Jetzt mit großer wieder Freude. Tag 2. Was hat Sie gestern am meisten vielleicht beeindruckt und überrascht? Ja, ich denke da an 3 Dinge. Wie gesagt, ich war vor 3 Jahren schon hier. Vieles Wertvolle, was ich vor 3 Jahren gehört und mitgenommen habe, habe ich in diesen Jahren versucht, selbst zu verinnerlichen und dann meine Mitarbeiter weiterzugeben. Und in mancher Diskussion des gestrigen Tages hatte ich das Gefühl, dass da manches noch nicht angekommen ist bei den geschätzten Mitbewerbern. Also da ist, glaube ich, noch Nachholbedarf und für Sie Chance. Was zu tun, für sehr Sie gut. Chance. Ja. Das Zweite, was mir gut gefallen hat, ist gerade die Beiträge von jüngeren Präsentanten. Da war zum einen der Innovationsbeitrag, wie auch wir in unserer tradierten Branche vielleicht etwas disruptiver, um ein Modewort zu strapazieren, sein können und uns Gedanken machen, mal von einer ganz anderen Seite unser Geschäftsmodell und die Kundenbrille aufzusetzen. Und das Dritte ist, noch ein junger Vortragender, der an sich auch ein Berater ist, aber kein Bankier, und einen eigentlich sehr für mich selbstlosen Beitrag geleistet hat, wie er unsere Berater, unsere Finanzberaterbranche sieht und auch mit einer fremden Brille Neues aufgezeigt hat, das für mich zugegebenermaßen jetzt nicht sehr überraschend war, aber ich habe doch bei vielen anderen gesehen, dass es da einen Aha-Effekt gab. Also zusammenfassend, die Veranstaltung ist vom Fachlichen her für mich wirklich ein großer Gewinn und eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige, die ich besuche. Und auch der Austausch mit den anderen Geschäftsfreunden ist für mich genauso wertvoll. Das freut mich sehr. Danke, Dr. Albert. Danke, dass ich hier sein kann. Dankeschön. Danke.